Juhu, und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün Pokécenter Challenge. Im letzten Part sind wir hier angekommen und in diesem Part werden wir nochmal einen Blick in unsere Bärentüte werfen, und zwar habe ich da was entdeckt. Und damit füllen wir mit Ackerbell wieder auf, alles klar. Yay. Ja, genau. Das heißt, wir werden in diesem Part die Spielhalle machen. Und es ist ganz unauffällig hier da und ganz zufällig bei diesem Poster. Nein, nein, hier ist gar nichts. Ich fordere dich total random den Kampf heraus. Ja, genau. Das muss es sein. Ach, ich werde einfach wegwarten. Pulsen nenne ich es mal. Also Aquavellen. Aquavelle. Waterpulse, das eigentlich. Wieder ist überlebt, der Arsch. Ja, komm, ein Biss sollte ausreichen. Ruckzuck, okay. Volltreffer. Yay. Dann ein Zubat. Okay. Ja, sollte mir gleich ausreichen. Denke ich mal. Bam, 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 bam. Mist. Ich muss den Boss sagen, so versteck entdeckt werden könnte. Lag's noch lauter, sage ich nur, ne? Bam. Und da hatten sie. Da ja. Und ich meinte zumindest, ja. Das. Und da. Hier, genau, ein AP Plus ist. Ja, wir werden es nicht benutzen, da unser Move Pool noch nicht final ist. Eine Fluchtzeit, okay. Dann, wir dürfen hier drinnen, doch, wir dürfen drin. Okay, ab nach unten. Dam, 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 dam. Wir müssen hier ganz nach unten. Und hier rein. Und dann das Sonderbombe einsammeln. Genau. Das war ja fast richtig, ne? Oh nein! Bin ich so dumm? So, diese Frage übrigens war rhetorisch gemeint. Also wir gehen hier lang und dann hier lang. Sneaken uns an der Wache vorbei. Sammeln das Item auf. Geben es einen unserer Pokémon. Ich meine, warum nicht? Bam. Ist der Biss stärker. Und dann gehen wir hier hin. Sammeln das Item auf. Yay. Mein Lieblings-Items, habe ich schon gesagt, ne? Sammeln das Item auf. Übernahme. Yay. Und müssen uns mit den Typen klappen. Yay. Den Lift, das wird uns niemals geben. Nein, nein, nein. Das wirst du auch niemals tun. Warum auch? Bam. Boss. Ja, das beenden wir mal schnell. Mega Heat! Bam. Yeah, und tschüss, Zubat. Da fast Erfahrungspunkte gebracht, ne? Oh nein! Oh nein, ich habe den Schlitz auf den fallen lassen. Yeah. Das ist jetzt richtig tragisch. Schade, ne? So. Dann können wir hier auch weg. So, unten gegen uns kämpfen, deswegen hinten ist glaube ich nichts mehr. Nö. Jetzt können wir an den Typen vorbei. Hast du es nicht gesehen? Hier liegen überall ein paar lustige Items rum. Noch ein Mondstein. Yay. Ich glaube, wir brauchen gleich alle Items hier rumliegen, aber X-Tempo ist immer gut, ja. Vor allem, da unser Pokémon leicht langsam ist, gefühlt. Bäm, Verhöhner, TMs zum Verkaufen ist immer gut. Und wir müssen hier hin, und dann hier hin, dann dahin und wir müssen den oberen nehmen. Alles klar.
Und hier geht's auch irgendwo hin, wo es ganz toll ist. Gibt's hier Items? Ich glaube nicht. Da ist ein Item. Yay, Hypertrank. Kann nicht schaden, ihn zu haben. Dann auf zum Boss, sage ich nur. Bam, 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 bam. Und ab in die 4. Und hier ist ein Item. Nein, doch nicht. Nein, auch nicht. Und hier. Yay, Calcium. Das geben wir natürlich den einzig wahren Pokémon in unserem Team. Den Spezialangriff ein bisschen erhöht. Ein paar EV-Punkte verteilen. Ohne Training. So. Wie viel brauchst du noch so einen Level ab? Ja, nicht mehr viel. Ich will nämlich gerne auf jeden Fall mit Turtok. Mit Turtok gegen Giovanni kämpfen. Heißt, ich werde. Die Typen jetzt, den einen Typen jetzt besiegen, dann entwickeln und dann den nächsten Typen besiegen. Und dann werde ich Giovanni in den Boden rammen. Yay. Sehr effektiv. Das freut mich. Yay. Level 33. Bam, 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 bam. Bam. Yay. Ich erreiche mir sogar noch ein Level ab, okay. Die geben mir ordentlich Erfahrungspunkte, die Bobs. Yay, mein Angriff sinkt, aber es ist mir egal. Bam. Oh, Sivisli, es reicht nicht. Na, machen wir halt noch eine Aquelle. Nee, wieso kann ich noch einen Ether benutzen, wahrscheinlich? Oder einen Top-Ether. Mal schauen. Dieses Kill ist einfach unschlagbar. Den besiegen wir jetzt auch noch. Nein, ich spüre nur die Schönheit des Tiberiums oder so. Niemals. Hallo, Rettern. Eigentlich bei Giovanni nur das Kangama ein Problem, weil die anderen beiden Pokémon sind ja vom Typ Gestein Boden. Ergo, Aquarell und oh. Kann ich irgendwas Stärkeres einsetzen, was mehr Erfahrungspunkte bringt? Na. Das reicht aber jetzt auch, oder? Das reicht doch jetzt. Komm, Arbok gibt viele Erfahrungspunkte. Oh, seriously. Komm, das ein Level lag, klappe ich jetzt einen der Gegner da oben. Dafür klappe ich jetzt einen der Gegner. Hey. Ich will mit euch kämpfen, du da. Für ein Level Up. Du hast ja garantiert nicht so viele Pokémon. Ja, 3 Stunden, das passt. Boss. Bam. Oh, das ist gerade so nicht reich. Was soll denn das? Ja, machen wir Schaufler. Ja. Bam, 34, sehr schön. Okay, Guys, es reicht schon.
Auf geht's. Da dabei nicht schwebe, oder? Nein! Ich vergesse das immer wieder. Ich vergesse das immer wieder. Ich bin so doof. Und es nicht reicht. Ist mir egal, hab's alles weg. Oh nein, bitte. Bam. Bam, 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 bam. Ich kann mich nicht stoppen. War mir auch egal, deswegen bin ich gar nicht hier gewesen. Gegengift. So, dann Sonderbonbon 1. Sonderbonbon 2. Und bitte entwickeln. Yay, du bist hoffentlich auch gleich ordentlich stärker und der Boss entwickelt sich. Oh yeah. Bam, dam, 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 dam. Yay. Wir haben ein Totok. So, deine Stats dürfen jetzt auch noch sehr viel besser sein. Übertrank. Ja, sollte reichen. Und... ja, Ether, Top Ether, ich überlege gerade, aber ich nehme mal Top Ether. Hopp. Und auf Aquelle. Yay. Zeig mal deine Stats. Ja, du bist immer nicht der schnellste, aber dein Spezialangriff ist schön, genauso wie dein Angriff. Den du zwar gerade nicht so wirklich nutzen kannst, aber hey, du hast einen coolen Angriff. Na, mit Schaufler halt, ja. Okay, Giovanni. Auf geht's, ne? Bam, bam, bam. Wir wollen vielleicht vorher mal speichern, ne? Speichern wir vielleicht mal ein bisschen. Giovanni, ich bin hier, um dich zu besiegen. Mach den Boss. Nein, der einzige Boss ist unser Turtok. Ja. Übelster Pro-Battle. Ja, kannst du mal sehen. Guck mal hier, Aquawelle und so. Bam, bam. Rio. Wie gesagt, die beiden Pokémon sind auch kein Problem. Jetzt kommt dann das böse Kandama. Vielleicht können wir es ja verwirren, das wäre schon cool. Oh, das ist ein Crit gewesen, das ist gut. Au. Mit Step, das tut weh. Nicht so der, wie ich dachte, okay. Au. Jetzt ertränke ein, nö. Okay. Das war doch leichter als gedacht. Sehr viel leichter als gedacht. Nein, ich habe kläglich versagt. Hahaha, in your face und so, ne? Offensichtlich ist eine bessere Pokémon besser als ich. Yay. Tschüss. Bam, Flipcore erhalten. Bam, bam, bam. Ach ja. Ich könnte jetzt natürlich rausgehen oder ich schaufle mich raus. Yeah. In durch deine Basis durch. Bam, 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 bam. Dann holen wir uns erstmal Fliegen, würde ich sagen. Und danach gehen wir shoppen.
Ich glaube, gegen den Doppelkampf da oben können wir gar nicht machen, weil wir gar nicht zweikampffähige Pokémon haben. Aber ich will es gar nicht riskieren. So, gib mir Fliegen. Yay, danke. Vielen Dank für das Fliegen. Ich wollte eigentlich das Pokémon einem beibringen, danke. VM, öffnen, fliegen. Gut, dass es Shuttle Bird lernen kann. Whee. Bam, 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 bam. Und die ganzen... Ach, mit dem werden wir es noch mal viel Spaß haben. Bam, bam. Dann, okay, dann gehen wir jetzt noch einkaufen, würde ich sagen, im nächsten Part. Was brauchen wir denn Schönes? Ich weiß nicht, wir Geld. Wir generieren erstmal Geld, ne? Ich glaube, wir generieren erstmal Geld. Geld generieren ist immer gut. Indem wir oben gehen. Und von denen einholen. Und dann Lizenz geben lassen und wieder verkaufen. Yay, Geld generieren, Geld generieren. Ja, hier, Geld generieren. Yay, Geld generieren und so. Yay, Geld generieren, Geld generieren, Geld generieren, Geld generieren. Yay, das ist es garantiert. Bodyguard, ja. Hm. Brauche ich auch nicht, aber egal, Geld generieren. Yay, Geld generieren. Reflektor, coole Attacken, werde ich nicht nutzen. Ha, ich möchte gerne einkaufen gehen. Ich habe gehört, bei euch kann man TMs verkaufen. Wie wäre es, wenn ich bei euch Lichtschild verkaufe? Oder ein Bodyguard? Oder ein Reflektor? Oder Anziehung? Ah, verkaufen noch Anziehung, wenn wir auf jeden Fall nicht brauchen. Na, weiß ich nicht. Und jetzt will ich einkaufen gehen. Was kann man bei euch kaufen? Yay, X-Angriff. Brauchen wir 5 Stück. Und X-Spezial. Brauchen wir ein paar mehr. X-Treffer brauchen wir auch ein paar. Megaploader. Habe ich X-Tempo schon gekauft? Davon brauchen wir auch ein paar. Abwehr brauchen wir nicht, weil wir hyperoffensiv spielen, wie man es schön nennt. Was kann man wegkaufen? Nein, ist teuer. Ja, ich kann gar, hab ja gar nicht limitierte Nuggets gefunden oder sowas. Schade, dass man bei euch die Mondschein nicht verkaufen kann. Die werden garantiert eine Menge Knilt wert. Auf geht's, Tränke kaufen. Bam, 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 bam. Naja, der gibt mir Konter, was ich verkaufen kann. Ah ne, das kann ich ja verkaufen, das will mir beibringen. So, und du willst mir Trinko sowas verkaufen, habe ich gehört. Nein, du willst mir TMs verkaufen. Du willst mir Trinko verkaufen. Yeah. Gib mir mal noch ein paar Schütze. Und ein paar Tränke. Und ein paar. Oh, ich kann. Ich kann keine Tränke mehr kaufen. Mehr als einen? Ja, stimmt. Halt, warte! Ich möchte gerne dann aber noch ein paar Schütze kaufen. Schütze fallen. Yay, jetzt haben wir 2 Stück. Bam. So, dann gehen wir es noch gegenüber, holen den Tee ab. Oh yeah. Dam. Ist ich schon wieder 19 Minuten. Yeah. Tee erhalten. Yeah, das ist doch schön, dass es Tee ist und so. Bam, bam,
Da können wir nächstes Mal Mr. Fuji, wie auch immer der heißt. Jui. Unser Besieg ist taub, sie fliegt uns von der A nach B. Okay, Leute, im nächsten Part stelle ich mal dem Strategie 4 hin. Jetzt immer denke ich, gehe ins Pokémon Center. Das mag ich irgendwann noch, keine Angst, aber nicht jetzt. Im nächsten Part geht es hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin. Ciao!